Aber diesmal auch wirklich. Ah, hier, warte mal, Crafting Table will ich mitnehmen. Ich hab auch noch einen. Ich hab genug Holz für 50 Crafting Table. Ah, ich hab auch genug Holz, aber ich hab trotzdem immer sicherheitshalber einen dabei. Hat irgendwie einer von euch Lapis, Eisen oder Emeralds oder Gold mit? Ich hab 16 Iron Nuggets aus dem Boot gekriegt. Nee, aus der Kiste vorhin. Das wären zwei Scheren. Das wären. Hier, das wäre eine Schere, genau. Oh. Dann nimm du da immer das mit. Dann ist es Platz sparen da. Wenn nee, so stopp, ist eine Schere. Mach mal eine Schere da hinten, das sind noch scharf. Ja, ich hab nur einen Iron Ingot. Ja, ich hab Schere. Dann lass mich mal Eisen aufnehmen. Ja, warte da. Akku. Brauchen wir unbedingt Iron Nuggets? Nein. Nee, hau weg, wir haben eigentlich jeder genug Eisen. Bei ganzen Ingots ja nehme ich mit, aber Nuggets, nein, danke. Da sind schon wieder Bienen. Hier, CO2, du hast doch Kohle im Inventar, oder? Ja. Hier, steck mal. Ah, ich hab 3 Wolle für ein nächstes Bett dann bei Nacht. Eigentlich Tastatur hört man extremst. Na und, hast du was dagegen? Ja, hier lässt sich's leben. Scheiße, hat nicht ganz geklappt. Ich hab's vorher wieder eingesammelt, bevor ich drin gelandet bin. Geil. Wenn ihr Essen braucht, sagt Bescheid. Ich hab genug. Ich auch. Ich hab 1,5 Stacks Steak mit und 1 Stack Golden Carrots. Schild ausrüsten. Ich pack mal ein. Wenn man schlau ist, wird man die Pilze abbauen und Pilzsuppen essen unterwegs. Nee, dann hat man ja die ganze Zeit Verschockt fürs Inventar. Genau. Warum sind wir nicht außen rum gelaufen? Weil wir cool sind. Da ein Zombie. Irgendwann vermehrt Zombies. Ei, ist der groß. Rechts rum oder links rum um den Berg? Können wir drüber rennen. Oder ist Darko zu faul, Berg zu steigen? Ist ja unnötig bei dem schmalen Berg. Also ich gehe drüber, denn dann kannst du nach links und rechts gucken und siehst, ob irgendwo ein weiter Dorf ist. Ich in meinem Blocktisch, wo ich gerade was platzieren will, muss ich nicht wundern, wenn ich runterhaue. Ja, aber ich bin doch hinter dir, dann bau dir einen Weg anstelle, oder dann besser gesagt, dann grab dir einen Weg anstelle, dich hochzustecken. Hier brennt's.
bist du bitte? Wo ich seid ihr bitteschön? Wir stehen oben auf dem Berg. Ich bin schon wieder fast unten. Ne? Das meine ich halt. Ike läuft immer seinen eigenen Weg. Ich sehe Ike. Da, guckt mal nach unten. Zu langsam muss ich mal eben auf mein Leben achten. CO2, kannst du mir mal kurz eben Kohle geben? Denn meine Fackel ist nicht da, die ich hatte. Ich kann dir meine geben. Nee, ich mach mir hier 4 Stück und ich brauche bloß einen in der Offhand. Ich hab halt einen Stack Fackeln. Ich brauche bloß einen in der Offhand, das reicht mir schon aus. Dann hab ich's in der Nacht auch schön hell und warm und kuschelig. Wir haben keine Nacht, aber gut. Ich hab ja auch gesagt in der Nacht. Ja, aber wir werden ja durch das Gitten keine Nacht haben. So, wer ist da jetzt durch den Busch gerannt? Ich, meine Wand geblockt hat. Füchschen. Tämte man die nochmal mit Wildberries, oder? Ja, und die musst du vorher einfangen, weil die kommen nicht zu dir, die rennen immer weg. Ey, so lange habe ich die Schnauze voll von Wald, ganz ehrlich. Ist halt auch so, wir haben noch gar kein Villager drauf gefunden. Das oder geschweige denn mal ein anderes Biom? Irgendwie finden wir hier nur dieselben Biome. Ey, bald haben wir alle Waldbiome durch. Und das, obwohl in der 1.16 Dschungelbiome häufiger sein sollen. Als zuvor. Ach, die hätten sie ruhig so lassen können wie sonst auch immer. Wir bauten schon in einem Dschungel. Ich wollte gerade einen schlechten, schmutzigen Wortwitz über das jetzige Biom machen. Mach doch. Wir stecken in Tiger. Da sind Schafe. Ja, wir haben ja gut. Aber das hier ist doch Gokin. Das ist ein Tiger-Biom. Das jetzt, wo wir jetzt sind, ist Giant Tree Tiger Hills. Giant Tree Tiger Hills. Ja gut. Ey. Da hat es da halt geschafft. Ja. So, abwechselnd. Was war das jetzt? Ich wollte dich wegspülen, wie so ein kleines Stück Kackhaufen. Ich und meine müden Knochen. Ich glaube, ich sehe einen Sumpf oder einen Ocean. Einen Ocean. Oder gesagt Lake. Das ist... CO2, hast du ein Boot? Ja, ich habe nämlich keins. Ja, der hat ein Boot. Okay, jetzt kommen die großen Penisbäume. Es wird Nacht. Wollen wir kurz anhalten und das zweite Bett bauen? Ja, anhalten müssen wir so oder so. Kann jemand eine Crafting-Bench setzen? Hier, hinter euch. Ich lief schon mal Server. Du kannst doch draufbleiben, wir haben zwei Betten. Ja. Wir könnten auch direkt drei Betten eigentlich machen. Nö, so viel Wolle habe ich nicht. Reichen ja zwei. Es ist schon Tag. Also. Achso, hier, kann man. Nee, die kann man nicht stacken. Nee. Ike, nimm mal deinen Crafting Table da. Oh, nee, ich kann die ja nehmen, weil ich hab dann zwei. Oder. Ike, nimm jetzt beide. Ja. Könnt ihr euch mal einigen? Wir können auch alles Darko geben und er ist unser Packesel. Nee, denn ja, ich hab schon ein paar tolles Inventar.
Dann schmeiß das raus, was du nicht brauchst, zum Beispiel deine Tierrüstung. Dadurch wird mein Inventar ja nicht kleiner. Wenn das Inventar kleiner wird, würde ich mir so Sorgen machen. Leerer, meinetwegen. Du könntest aber dein Dia-Schwert und alles andere wegwerfen. Brauchst du ja nicht. Oh doch. Ich hab so langsam echt die Schnauze voll von Bäumen. Ich will jetzt den Tiger's Hills. Ich will jetzt Ozean finden. Ich will das feuchte Nass neben Tiger finden. Okay, ich werde jetzt nicht noch schlechtere Witze machen als eh schon. Oh Gott, ey. Sie guckt die Folgen ja eh nicht von Dato. Wir sind. Will ich für dich hoffen. Wir sind in Tiger Hills. Welcher Teil von Tiger ist das? Na, die Oberweite. Schlechte Witze. Ja gut, aber wer hat damit angefangen? Ich. Ja, also. Aber dass ein Tiger so viele... Nee, das verkneife ich mir jetzt. Ey, ich hab meine auch rausgehauen. Naja, wie soll ich die Bäume bitte schön nennen? Analplugs? Dass ein Tiger so viele Analplugs stecken, Mann, ist halt schon ein bisschen kritisch. Oh mein Gott. Ich glaube, wir müssen sie auf jeden Fall vorwarnen, falls sie doch so eine Folge gucken sollte. Weil ich glaube, ich werde die Folge Wir stecken im Tiger nennen. Kannst du ja sagen, wir stecken im Tiger fest. Und... Was? Tutten musste essen. Ja. Fire Charge. Ey, es ist einfach nur weit. Wer wollte von euch in die Richtung? CO2. Darko. Ja, doch. Du hast ja Nordwest gesagt. Ja, ich hab Nordwest gesagt und wir laufen nach Nordosten. Hm? Ja, wir laufen nach Nordosten. Was? Tatsache. Na, dann laufen wir jetzt nach Westen. Wir sind aber schon die ganze Zeit am Nordosten laufen. Oh, wow. Da hättest du doch mal vorher was sagen können. Warum? Es ist doch egal, welche Himmelsrichtung wir gehen. Stimmt auch wieder. Hat jemand Knochen? Für einen Hundi? Ich glaube, die werden jetzt sogar bei den Level-Mobs sogar richtig gut angebracht. Leveln die dann auch mit? Das weiß ich nie. Ich glaube nicht. Also, du musst bedenken, die werden dann auch natürlich noch schneller down. Ja, und aber... an sich nur ein paar Hunde und die in der Base verteilt einfach hinsetzen lassen, um die Skelette abzuwehren. Ey, könnten auch Eisengolems nutzen. Auch. Hm. Die Skelette rennen ja vor Hunden weg automatisch. Und Creeper vor Katzen, glaube ich. Mhm. Deswegen wäre ein Dorf super. Ein künstlich angelegtes bei uns im Dorf. Ein Dorf im Dorf. Achso, stimmt, wir können ja sprinten. Bei welchem Spiel hast du es dir eigentlich angeeignet, nicht zu sprinten? Bei Raft machst du es manchmal gerne? Ich glaube, das war sogar auf nicht Continuum, sondern Ceftech, wo ich nicht wirklich gesprintet bin. Wegen Essen, wegen essenstechnisch. Wir hatten ja zum Anfang kaum was. Kann ich mich schon gar nicht mehr daran erinnern, ob wir dort Essensprobleme hatten. Ja, zum Anfang konntest du ja keine Erde so bearbeiten. Stimmt, wir hatten uns durch Bären ernährt, aber das ging doch eigentlich. Naja. Da konnten einfach alle Bären geklaut und deswegen hatte er eigentlich nichts zu essen. Das stimmt.
Wäre vielleicht eine schöne Theorie, wenn Ike und ich nicht zusammengelebt hätten zu der Zeit. Ja, deswegen ja. Und genau, weil wir jetzt auf das Thema Zusammenleben kommen, genau spielt Darko bei Raft eine Frau. Weil er wieder mit mir zusammenleben möchte. Du bist nach mir gekommen. Kein Kommentar. Das ist super Fehler, Mann. Ich fühle mich so ein bisschen verfolgt. Ich höre hinter mir Schritte. Das war ein Brot ins Gesicht. Ich wollte dir einen Bums geben. Wasser, was anderes als... nur ihr wisst schon. Als Bäume. Kommt der jetzt ernsthaft runter und jemand mit dem Boot lang? Warum denn nicht? War ich mir ein bisschen Dings, Ausdauer. Ich hab die Faxen dicke. Es ist halt auch gefühlt immer dasselbe, dieselben zwei Biome. Das war ein Satz mit X. Ich dachte, Tiger wäre nicht so groß. Wer ist hinter mir auf den Boden aufgekommen? Ich. Wir beide. War auch früher nicht der Fall, dass man sich wirklich gegenseitig so weggeschoben hat immer. Nach der 1.7 glaube ich war das erst. Nee, das ist nicht. Doch, ich glaube mit dem PvP-Update, das war ab der 1.7 konntest du Tiere und Menschen schubsen, ne? Das ist aber auf Servern ausgeschaltet worden, also jetzt auf den ganzen Game-Servern, weil man damit halt AFK-Leute ja in Lava und sowas schubsen konnte. Mhm. Ach, du Heimatland, ey, du ahnst es nicht. Der Wald nimmt kein Ende. Wir gehen nie wieder mit CO2 erkunden. Der Wald nimmt partout kein Ende. Das ist doch... Oh, ein anderer Wald, oh wow. Ist das nicht immer noch Tiger? Nein, hier kommt ein Birkenwald. Fichte. Ja, du hast nur das Tiger Hills. Ja, hier nicht mehr. Und das ist Birch Forest. So, und über den Berg renne ich nicht. Für Tiger. Bis zum nächsten Mal. Bergab, bergauf, bergab. Und halt, es gibt hier nicht mal einen Bergdorf oder irgendwas. Irgendein Lichtblick. Mist. Ich dachte, das klappt. Oh, da ist der Berg zu Ende. Wow, das hätte ich mir auch sparen können. Hätte ich auch einfach außen rumrennen können. Aber eine Flachebene zur Abwechslung machen. Oh, wer wollte Dark Oakwood? Niemand. Hm. Du
Du baust gerne mit Oak, nicht mit Dark Oak. Ja, aber wir sind schon wieder in einem Wald. Nee, wir laufen jetzt rechts. Wir laufen jetzt nach rechts, da ist nicht so viel Wald. Oh, da kommt aber schon wieder der nächste Berg. Ja, da laufen wir um den Berg links herum. Rechts herum. Ja, rechts herum, eigentlich doch. Wir können es ja so machen, einer, zwei laufen links, einer rechts oder zwei rechts, einer links. Liege. Achso. Ich hab kein Bett. Liege. Ich lauf rechts herum. Ich links am Dark Oakwood. Ich rechts. Ja, rechts ist mir zu viel Berg. Rechts ist null Berg. Ihr lauft ja nur rum. Hier vorne ist ein Mischwald. Ich weiß nicht, wie das Biom heißt. Plant. Nee, das heißt einfach nur Forest. Oder Forest. Plains ist ja Flachland. Sind weniger Bäume. Ah gut, stimmt auch. Oh Gottchen. Wolltest du da rein? Ja. Jetzt ernsthaft, ich wollte hier weiter in die Richtung. Nein, ich meine, ob du in das Wasserloch wolltest. Das war mir egal. Boah, ey. Ich wollte extra auf CO2 warten, aber wenn das fünfmal gegen denselben Block springt. Ja, wenn du mich blockierst. Ich war doch weit genug weg. Oh, hi, Alk. Hi. Linke Seite ist wieder weniger, Wer ist jetzt schon wieder gegen Gestalten gesprungen? Ich. Ich hab halt keinen Wassereimer. Nee, ich du auch nicht. Der ist da ertrunken. Also wäre ich jetzt ersoffen, hätte ich schwer zu Hause geblieben. Ich hätte weiter gebaut. Oh, ja, und wir hätten dein Zeug mitschleppen dürfen, oder wie? Du bist doch der Packesel. Mhm. Oh, ich hasse es. Können wir wieder nach Hause gehen? So, ganz ehrlich, ich hab langsam auch keinen Bock mehr. Das ist die zweite Folge, wo wir einfach nur durch Sinus durch die Gegend rennen. Obwohl, ich glaube, da hinten kommt mehr und mehr mehr. Naja. Naja. Ja, gut. Aber wenigstens ein Dorf muss doch hier sein. Ey, mein Boot! So ein Arschloch! Wie ist das jetzt bitte wieder zurückgegangen? Ich wollte es kaputt schlagen. Wer hat bitte diesen Pilz da gesetzt? Ja, gut. Ja. Alter.